Zu der Veranstaltung des Literaturbüros im Rahmen von Rock, Pop und Literatur. Ich habe gedacht, ich finde keine langen Reden. Hagen, Liebling, gute Unterhaltung. Hallo. Ja, vielen Dank für den Applaus und schön, dass ihr da seid. Die meisten von euch habe ich ja gerade eben schon draußen gesehen. Jetzt werdet ihr euch wundern, warum komme ich jetzt eigentlich nicht und erzähle euch was über meine Vergangenheit, wo das doch schon alles so lange her ist mit den Ärzten. Es war einfach so, dass ich letztes Jahr nochmal beim Konzert der Ärzte mitgespielt habe, ein einziges Stückchen, aber vielleicht waren einige von euch dabei, Marianneplatz in Berlin. Und die Leute waren eigentlich so nett zu mir, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht interessiert die, was ich so erlebt habe. Und habe ein bisschen so alte Tagebücher rausgekramt und vor allem alte Erinnerungen. Und die habe ich hier rein verpackt in mein Büchlein. Und lese euch da jetzt nicht spannend vor. Ich mache das eigentlich immer so, bei Lesung, aber auch zu Hause, wenn meine Mutter das gelesen hat oder so, wenn sie was nicht versteht oder meinte, die möchte mehr darüber wissen, könnte auch ruhig mal dazwischen rufen und sagen, hier, was soll das jetzt und so, erklärt mir das mal, mach ich gerne. Ihr könnt euch aber auch verkneifen und dann mache ich es danach nochmal. Ich lege mir nochmal ein Stückchen ein, weil beim Reden ist man immer relativ schnell trocken im Mund. Hier Felsenheimer, willst du Popstar werden? Fragte mich Dirk am Telefon irgendwann im Sommer 1986. Ich ahnte schon, was er meinte und brauchte nicht allzu lange, um Ja zu sagen. Okay, dann mache ich ein Treffen mit Jan aus, denn Sani ist jetzt endgültig raus aus der Band und wir brauchen einen Bassisten für unsere nächste Tournee. Und warum der Anruf ausgerechnet mir galt? So nett. Es hat eine Menge damit zu tun, dass die Ärzte weniger darauf erpicht waren, sich mit einem Virtuosen zu verstärken, der ich ehrlich gesagt wirklich nicht war. Krankheit, ja. Als wir immer nach jemandem suchten, der von seiner Persönlichkeit, seiner Erfahrung und auch von der Szenezugehörigkeit her zu ihm passte. Dirk und ich kannten uns immerhin schon seit 1978, als wir uns gelegentlich im Bayerisch Spandau trafen, der Dorfdisco unseres gemeinsamen Wohnbezirks, die jeden Donnerstag einen Punktag veranstaltete und wo auch Farimbula unter anderem rumpokte. Zudem spielten wir mit unseren jeweiligen Bands Soylent Grün oder Rubberbeats auf den gleichen Punk-Festivals, besuchten mit der Musical, dem Chaos, dem Excess oder dem Risiko meist die gleichen Kneipen. Neben all den geografischen Vorzügen, die mich für einen Job bei den Ärzten qualifizierten, sollte ich da aber doch auch noch ein bisschen Bass spielen können. Und nicht zuletzt dazu diente das Treffen, das in Jans WG in der Moabiter Turmstraße stattfand, wo er sich eine Wohnung mit Ecki und Axel teilte. Letzterer ist nicht nur mit seinem Saxophon auf verschiedenen Ärzteplatten zu hören und in einer Nebenrolle in Richie Guitar zu bewundern. Kennt ihr vielleicht noch den Film? Und ich habe auch gelesen, eine lange Musikfilmnacht des Literaturbüros am 25. Oktober. Wunderbar, danke schön. Also dieser Axel hat nicht nur in Richie Guitar mitgespielt, sondern ist seit dem Comeback der Ärzte 1993 auch deren Manager. Zum ersten Mal betrat ich Jans Zimmer. Kein Bett, nur ein schmaler Futon auf dem Boden, ein Bücherregal, ein kleiner Marshall-Verstärker, ein Fender-Verstärker, ein paar Schallplatten und eine Stereoanlage. Das war alles. Jan stöpselte sich in den Marshall, ich in den Fender und dann gingen wir ein paar Songs durch. Es lief. Relativ. Allerdings war er schon baff, dass ich zwar ein ganz gutes musikalisches Gefühl hatte, aber keine einzige Note benennen konnte. Muss das sein? Das muss, meinte Jan relativ streng. Im Nu erklärte er mir den Quintenzirkel und schrieb mir ein paar Tabulaturen auf, sagte, ich soll dies zur nächsten Woche lernen, dazu noch die Songs vom kommenden Album, das er mir auf Kassette mitgab, also Die Ärzte war das damals, das Album. Und dann sehen wir weiter. Mehr oder weniger bedeutete das aber schon, du bist jetzt Bassist bei den Ärzten. So schnell konnte es damals gehen. Heute ist nicht mehr so einfach, das besetzt die Stelle. Mitglied in einer Popband zu sein, das bedeutete auch, dass das persönliche Auftreten zunehmend wichtiger wurde. Ich stellte fest, dass zu den Ärzten nicht nur Gitarre, Bass und Schlagzeug, sondern eben auch Haarspray gehörte. Immerhin aber mit FCKW vor einem Pumpventil und wir haben damals die Umwelt nicht sonderlich geschädigt. Und dann war auch noch die Geschichte mit dem Namen. Musiker bemühen ja gerne ein Pseudonym. Das ist nicht viel anders als bei Indianern und gibt sich einen Titel, der die eigene Kraft und Ambition symbolisieren soll. Großer Wolf, schlauer Fuchs oder eben Fall im Urlaub, Fehler B und wenn es nicht anders geht, dann eben noch Sani. Ein Arzt, so war es in der bisherigen Bandgeschichte Usos,
musste einen Künstlernamen haben. Und so saßen Jan, Dirk und ich nach einer langen Probe noch in einer Pizzeria und prügelten. Nur nicht so etwas Albernes wie eben Sani, Campino oder gar Gorki, ulmte ich, weil ich noch zeitlebens bemüht war, mit meinem eigenen Namen für eigenes Handeln einzustehen. Da kam Dirk mit dem Vorschlag, The Incredible Hulk. Comicleser wissen und inzwischen auch Kinobesucher, dass hier die Marvel-Comic-Figur The Incredible Hulk Pate stand. Immerhin ein klassischer Charakter und ein Superheld. Ich war einverstanden, vor allem natürlich, weil mein eigener Name daran immerhin erhalten blieb. Wichtigste Eigenschaften der Ärzte, mit der sich jeder Neuankömmling zu arrangieren hat und hat, sind ihr eigentümlicher Humor und die extrem große Klappe von Jan und Dirk. Ich stand nunmehr neben den witzigsten und schlagfertigsten Typen Berlins auf der Bühne. Habe ich damals empfunden, man muss wahrscheinlich sagen, Deutschland, Österreich und der Schweiz ebenfalls, weil ich jetzt kein, der den so das Wasser reichen könnte. Die haben es mehr als einmal fertiggebracht, Talkmaster in deren eigener Sendung an die Wand zu quatschen. Erst kürzlich hat mir jemand erzählt, wie viel Mitleid ich damals in seinem Freundeskreis genossen hatte, weil ich bei Konzerten so oft die Verarsche der beiden einstecken musste. Und trotzdem kam es fast im gleichen Atemzug, hätten wir jederzeit gerne mit dir getauscht. Das glaube ich gerne. Wahrscheinlich manche von euch auch so gehen. Erst nach 2 Wochen dämmerte mir, wie besonders die Umstände waren, in die ich darin geraten war und wie sehr sie sich von meinem bisherigen Leben als Student und Hobbymusiker unterschieden. So ungebremst konnte ich noch nie dem Gefühl frönen, in einer Rockband zu spielen, ein Zustand, der ähnliche Emotionen freisetzt wie das Auto- oder Motorradfahren. Der kleine Akkord, den man da drischt, kommt plötzlich tausendfach verstärkt mit mächtigem Bums aus den Boxen. Genau so, wie auch nur ein kleiner Fußstups aufs Gaspedal genügt, um einen plötzlich mit 180 über die Straße zu schieben. Und wenn man noch dazu bei den Ärzten spielt, dann bringt dieser eine kleine Akkord zudem noch hunderte von Menschen in Verzückung. Bevor allerdings die 10 Gigs mit den Subtones durch Deutschland anstanden, muss ich dazu sagen, also die erste Tournee, bei der ich dabei war, 1986, haben die Ärzte nicht als Headliner eigentlich geplant, sondern mit einer anderen Band, des Subtones. Und im Rahmen dieser Tournee stellte sich dann plötzlich heraus, dass alle nur noch die Ärzte hören wollten. Die andere Band leider irgendwie Vorgruppe sein musste. Schade für die gewesen. Jedenfalls bevor diese Tournee startete, gab es noch einen mehr oder weniger Testweg für mich in München, in der Alabama-Halle. Damals war es noch so, dass wir keine Roadies oder Fahrer oder Diener oder was weiß ich hatten. Also Jan und ich besorgten uns einen Mietlaster, schleppten unsere Verstärker, das Schlagzeug und die Gitarren auf dessen Ladefläche und machten uns auf den langen Weg nach München. Das Abenteuer Ärzte begann in der Alabama-Halle. Vom Konzert selbst ist mir nur noch recht wenig in Erinnerung. Lediglich, dass Jan mehrfach von einem Rockabilly angepöbelt wurde, weshalb er schließlich äußerst erbost seine Gitarre beiseite legte, von der Bühne sprang und den Nerven dann durch den ganzen Saal jagte. Einmal gekommen bis zum Ausgang. Ein beeindruckender Anblick, aber für Dirk und mich kam das ziemlich überraschend. Es war mitten im Song Scheißtyp. Ansonsten aber fand ich es als guten Auftakt, vor allem natürlich, weil Jan und Dirk fast schon väterlich dafür sorgten, dass das Publikum mich wahrnahm und mir einen freundlichen Empfang bereitete. Wenn es in meinen ersten Tagen bei den Ärzten vereinzelte Sani, Sani, Rufe gab, dann konnte ich dennoch sicher sein, dass meine Bandkumpels all ihre Autorität bei den Fans aufwandten, um mir einen guten Stand zu verschaffen. Schon bei der zweiten Tournee war mein Vorgänger gerade kein Thema. Ich hatte dabei noch viel zu lernen. Besonders die Texte waren ein schwerer Brocken. Schließlich sollte ich dann wirklich auch die Backing Vocals übernehmen. Deshalb erwies es sich für mich als eine wunderbare Fügung, dass die Ärztefans so textsicher und sangesfreudig waren. Hier und in den weiteren Anfangstagen lasse ich den Kids in der ersten Reihe einfach die Texte von den Lippen ab und konnte so selbst nach und nach meine eigenen Songs mitsingen. Wirklich praktisch und nochmal vielen Dank an die, die vielleicht damals dabei waren und geholfen haben. Wie gesagt, das war schon mal ein kleiner Erinnerungsrundumschlag. Dann habe ich bei mir auf dem Dachboden Tagebücher gefunden. Ich habe damals während der Tournee Tagebücher geschrieben. Liegt vielleicht auch daran, dass ich Bassist war. Bassisten haben nur 4 Seiten, die anderen haben 6. Da hat man weniger zu tun. Jan und Dirk sind eh eigentlich so die größeren Stars gewesen. Da hat man auch nochmal weniger zu tun. Und als Musiker hast du sowieso, wenn du nicht gerade ein Konzert hast, richtig wenig zu tun, weil du sitzt im Bus, du fährst bis zur nächsten Stadt, du machst eine Probe nachmittags und wartest und wartest und wartest. Und die Zeit habe ich mir dann halt immer so ein bisschen vertrieben, indem ich Tagebuch geschrieben habe. Und jetzt dachte ich mir,
Ich lese euch ein bisschen was daraus vor, das ist ja für Sie auch wieder in dem Buch drin. Geht jetzt mal los, 2.3.87 Bremen. Ich muss dazu sagen, ich rede jetzt gleich von Osnabrück, das liegt daran, dass bevor man in Bremen spielt, man vorher aus einer anderen Stadt nach Bremen fahren muss. War halt so ein Schicksal. Als wir also morgens in Osnabrück aus dem Hotel kommen, ist das Auto mit einer 2 cm dicken Eisschicht überzogen. Die Straßen sehen ähnlich aus. Staus, Unfälle. Ein Mercedes steht rücklings auf der Leitplanke, als hätte ihn da jemand festgeklebt. Ein Lastzug liegt im Straßengraben. Dann kommt auch noch Nebel. Dirk und ich müssen dringend pinkeln. Dirk, das ist übrigens Bela gemeint, Dirk und ich müssen dringend pinkeln. Meine schwache Blase ist inzwischen schon einmal Running Gag geworden. Aber es gibt trotz größter Schmerzbekundung meinerseits keine Chance auf eine Pinkelpause. Würden wir erst einmal den VW-Bus von der Straße lenken, gäbe es keine Chance mehr, wieder in den Strom der schlitternden Autobahnfahrer zurückzukommen, sagt Aufpasserin Gabi. Wir hatten also immer eine Tourbegleiterin dabei, die eben darauf aufgepasst hat, dass wir nicht verloren gehen oder widerrechtlich die Straße verlassen. Und wir müssen ja nach Bremen. Also machen wir uns von innen am Plexiglasfenster an der Seite des Busses zu schaffen, um wenigstens herauspinkeln zu können. Es ist zugefroren. Wir wenden in zunehmender Notdurft Panik, Gewalt an und zerbrechen dabei leider die Innenscheibe. Gabi ist sauer, aus der Welt. Aber wir können immerhin unsere Schwänze heraushalten und überflüssiges loswerden. Stunden zu spät kommen wir dann doch noch in Bremen an. Ja, das ist vielleicht nicht so spektakulär, aber das sind so die kleinen Problemchen, mit denen man im Leben zu kämpfen hat. Stückchen weiter hier. Dann sind wir auch schon in der Schweiz. International erfolgreiche Dentärzte. 20.3. Rainer. Kurze Fahrt nach Basel, dann ins Palais, ein selbstverwaltetes Jugendhaus. Die Betreiber sind Ökos, was sich leider auch aufs Catering auswirkt. Keine Schmecken. Tut mir leid, also ich war auch 15 Jahre jünger, als ich das geschrieben habe und in gewisser Weise intoleranter, aber ich wollte es halt doch ehrlich überbringen. Als Dirk bittet, Backstage etwas zu heizen, wird zur Entschuldigung vorgebracht, dass man mit Sonnenenergie heize, aber heute leider nicht die Sonne geschienen hatte. Ein Glück läuft die PA, ganz gewöhnlich mit Strom. Unterschiede Schweizer, wir werden mit Bonbons bombardiert. Allgemein legt man hier nur die üblichen Punk-Ideologien aus. Die Punk-Frauen sind wutentbrannt, als wir sie kratzt, sie stinkt, sie klebt, spielen. Und unser Wagen ist nach dem Konzert mit scheiß Rockstars beschmiert. Rockstars, danke für das Kompliment. Backstage proben wir drei das artistische Eierwerfen. Jan schmuggelt ein Rohr dazwischen, toll, und mich erwischt es. München, Alabama-Halle, 2.4.87. Ist jetzt eine Pause. Das ist übrigens deswegen ohne Mineral, ja, weil sonst immer rülpsen müsste. Ja, auch wenn es nicht schmeckt, ist es besser so. Also München. Besonders früh geht es heute von Regensburg nach München, denn schon beim Soundcheck in der Halle soll die neue Single aufgenommen werden. Nachdem Die Ärzte, also das Album, wegen Geschwisterliebe initiiert wurde, reduziert sich die Chance auf eine Single-Auskopplung und die Plattenfirma braucht etwas Neues, möglichst Unbelastetes. Nachdem sich in den letzten 5 Wochen Gehen wir in Ägypten als absoluter Stimmungshit bei den Fans entwickelt hat, soll dies die neue Single werden. Eine Coverversion, keine Tiere und keine kleinen Schwestern im Text. Gerade mal ein Zungenkuss, das beruhigt die Plattenfirma. Manne Breker, unser Produzent, unser damaliger, fliegt aus Berlin an, um zu produzieren. Das Rüssel Mobilstudio, also das deutsche Studio von Otto, ist schon in der Halle und wir beginnen mit den Takes für Ägypter. Erst ein paar Mal komplett live, dann auch mit Overdubs. Währenddessen meldet sich zum ersten Mal die Polizei per Telefon. Ihren Regensburger Kollegen, Konzert am Tag zuvor, waren doch nicht so kumpelhaft, wie sie sich uns gegenüber gestern noch gaben. Sie telexten nicht nur die Geschwister. Telex? Wisst ihr noch, was das ist? Ihr seid ja recht jung. Also früher wurde gemorst, davor wurden Feuerzeichen gegeben und heute hat man Fax und E-Mail. Und in dieser Zwischenphase gab es einen Telex, das war so eine komische Datenübertragung, bevor es den Fax gab. Telefon gab es auch schon. Auch bei der Polizei. Also, deren Regensburger Kollegen waren doch nicht so kumpelhaft, wie sie sich uns gegenüber gestern noch gaben. Sie telexten nicht nur die Geschwisterliebe-Aktion rüber, sondern monierten gleich auch noch Helmut Kohl. Beide Stücke sind uns heute verboten zu spielen, unter anderem mit der Androhung, dass ansonsten alle weiteren bayerischen Konzerte abgesagt werden würden. Jan telefoniert mit unserem Anwalt, der uns in unserem Vorhaben bestärkt,
ausschließlich das Publikum Geschwisterliebe singen zu lassen und uns von Helmut Kohl nicht abbringen zu lassen. Also dem Stück, nicht dem Kanzler. Da dieses Stück ja noch gar nicht initiiert worden ist. Wie dem auch sei, wir nehmen weiter auf, zusätzlich eine Instrumentalversion von Geschwisterliebe. Die ganze Zeit ist ein Bravo-Team dabei. Fotos backstage vor dem Konzert, Soundcheck, Konzert, nach dem Konzert, im Café, Kamera immer dabei. Viele Fans sind irrtümlich erst zum Schlachthof gefahren. Pardon übrigens, einige sind von euch vielleicht auch erst zu einer anderen Adresse gefahren, weil es auf meiner Webseite stand. War damals immer schon so, man hat sich dann halt eine falsche Adresse hingeschrieben. Mussten dann aber mit dem Shuttlebus, ist euch jetzt nicht irgendwie quasi irgendwie anteilig geworden, zu einer anderen Halle gefahren werden. Die Halle ist gut besucht, knapp 800 Zuschauer, aber wie das ist in so einem Tagebuch, man schreibt ja halt doch die uninteressanten Sachen rein und zeigt euch ja dann auch, dass es eben immer nicht nur Halligalli ist on Tour. Eine halbe Stunde vor dem Auftritt kommen dann 6 Bullen in unsere Garderobe. Diese mit ganz unterschiedlicher Rollenverteilung. Der Verständnisvolle, der Gerechte, der Scharfe, der Bestimmende, der Diener seines Herrn, der Intellektuelle. Sie wiederholen, was zuvor schon am Telefon ablief und lassen kaum mit sich reden, auch dem Veranstalter wird eine Klage angedroht. Gestern war es noch eine Ordnungswidrigkeit, heute droht man schon mit dem Straftatbestand der Beleidigung. Als die Bravo-Fotografin die Szene knipsen will, wird sie mit den Worten davon abgehalten, wir würden dann den Film sowieso gleich herausnehmen. 3.4.87 Linz Posthof. Also in Österreich. Österreichische Hotels, muss ich auch dazu sagen, Musiker haben wie gesagt viel Zeit, also fangen sie an, sich irgendwelche Kriterien rauszusuchen, nach denen sie ihr Leben beurteilen. Wenn du jetzt im Jetset lebst, dann guckst du, wie die Fluglinien sind. Wir haben uns immer die Hotels angeguckt und stellten also fest, dass die österreichischen Hotels sehr handgemacht wirken, wie in alten Hans-Moser-Filmen. Ich würde kaum jemand Hans-Moser kennen, aber uns hat es damals beschäftigt. Jan und ich wandern durchs Zentrum von Linz und kriegen gleich den herben Menschenschlag hier zu spüren. Jan hat ja allein wegen seiner Größe schon ein wenig Ärger, er fällt auf. Dass ihn hier aber sogar Rentner anrempelt, irritiert ein wenig. Ein Trupp Skinheads soll sich zum Konzert angekündigt haben, aber das tun wir als Panikmacher ab. Der Gig beginnt toll, aber während Helmut Kohl prügeln dann wirklich Skinheads auf einen Punk ein, der zu wild gepokt haben soll. Wir unterbrechen das Stück und Jan stürzt die Leute zusammen und sagt, dass ihr Verhalten feige sei. Die Didaktik scheint zu wirken und wir spielen weiter. Dann allerdings beschütten zwei Rockabillys Jan aus sicherer Entfernung mit Bier und schicken auch noch den Hitlergruß hinterher. Nach einer Wiederholung springt Jan runter von der Bühne. Dirk und ich hinterher in Richtung der Übeltäter. Die meisten verziehen sich gleich in der Masse, nur ein großer Brocken bleibt und schaltet auf aggressiv stur. Ordner und Louis sind herbeigerannt. Louis ist unser Lichtmann, immer ein Lichtmann-Ärzt und nicht ohne Grund, weil er ist ein Bär von einem Mann gewesen und auf den konnte man sich in solchen Situationen halt verlassen. Die Ordner natürlich zuletzt. Und die Sache scheint bereinigt. Später werden wir von unserer Crew allerdings ermahnt, uns nicht wieder in solch eine Situation zu begeben. Solange man oben steht, ist man nämlich 10 Meter groß und hat auch entsprechende Macht über das Publikum. Begibt man sich aber erst einmal auf Augenhöhe zu ihnen, geht eine Menge an Respekt verloren. Als wir auf die Bühne zurückkehren, steht ganz weiße, maßgeschneiderte Gitarre nicht mehr da. Ein kurzer Blick und ihm entsteht das Gesetz Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Auf dem Bühnenboden liegen nur noch die Trümmer seines schönen Stückes. Das Teil ist zerbrochen, als es von Jan Wutentbrannt in den Ständer gestellt wurde und dieser umkippte. Ja. 4.4. Wien. Ein Tag später. Kaum geschlafen und schon wieder aufstehen, weil in Wien eine Pressekonferenz ansteht. Aber werden Sie überhaupt davon Notiz nehmen? Schließlich hält zur gleichen Zeit David Hasselhoff Hof. Ja, den gab es damals auch schon. Und der ist hier eine ganz große Nummer. Der Knight Rider hat in Österreich für seine tönende Frisbee-Scheibe eine goldene Schallplatte erhalten. Keiner mag sich mehr die schöne Landschaft auf der Fahrbahn sehen. Österreich ist uns vergelt, sehr zum Leidwesen von Gabi, die schwört, dass es nicht nur Deppen in diesem Land gibt, wie gestern in Linz. Österreich kann auch anders. Wir wohnen im 12. Stock eines Hotels und es sieht von oben aus wie der dritte Mann. Auch hier mussten neue Plakate gedruckt werden, weil unsere Gwendolines als abstoßend angesehen werden. Also auf den Plakaten, auf den Tickets und so weiter war die Gwendoline eben abgedruckt. Und die wurde dementsprechend auch nicht. Die Pressekonferenz steigt im Restaurant des Hotels und da Hasselhoff mit seinem sprechenden Auto immer noch da ist, hält sich der Anwalt wirklich in Grenzen. Anders als in der Schweiz ist die Plattenfirma hier kriminell knauserig.
Die Promo-Lady weigert sich sogar, die 10 anfallenden Milchkaffees zu zahlen. Haben wir so wenig Platten verkauft? Hatten wir. Damit kann ich mich erinnere, waren es damals um so 300 Stück in Österreich. Schon mal interessant, da hat sich schon einiges verändert. Das Wiener Publikum schildert man uns als träge, wir müssten schon richtig loslegen, aber nichts da. Die Euphorie ist hier genauso groß wie in Deutschland. Nur der Hausmeister ist etwas anders drauf. Er fordert bereits beim Intro, dass die Leute aufhören sollen, Wunderkerzen anzuzünden. Sonst würde er das Saallicht anstellen. Tut er dann auch. Wegen der Linzer-Ereignisse stehen heute links und rechts der Bühne jeweils ein Rocker. Aber diesmal sind wirklich nur Fenster, die ihren Spaß haben wollen und ihn auch den anderen gönnen. Ein schönes Konzert und ein vergnüglicher Abend. Wir landen noch in irgendeinem Szene-Restaurant, wo man uns schnell mangelnde Tischmanieren attestiert, aber wir sind einfach sehr ausgelassen, weil das Linz-Debakel eine Ausnahme gewesen zu sein scheint. In einer Disco namens U4 werden alle noch aufdringlich laut. Dirk verbrüdert sich an einem Imbiss mit Wiener Pennern. Zurück im Hotel platzen Dirk, Knopper, unser Busfahrer und T-Shirt-Verkäufer und Sven, also ein Freund aus Berlin, platzen Dirk, Knopper und Sven noch in einen arabischen Tanzabend. Was man in dieser Tage vielleicht nicht tun würde. Jedenfalls klingt die Musik danach und alle Männer laufen mit einem Fes auf dem Kopf herum. Dirk klaut einen dieser Hüte, der Alkohol, was man in dieser Tage bestimmt nicht tun würde, und wird von einem mit langer Holzlatte bewaffneten Araber verfolgt. In der Hotelweinstube eskaliert es dann weiter. Wodka und Shampoos. Rot und Dirk, ich lade ganz Österreich ein. Das freut den Kellner, denn er stachelt ihn noch an. Er gibt sich gar nicht erst die Mühe, auf große Scheine herauszugeben und behält den Rest als Trinkgeld. Dirk lässt sich von ihm Herr König nennen, steht darauf Mick Jagger. Dann beginnt die destruktive Phase. Dirk lädiert erst die Weidenstufe, versucht dann den Fahrstuhl zu zertrümmern, läuft oben angekommen erst gegen eine Wand, Bild kaputt, und anschließend gegen eine verschlossene Zimmertür, was ihn zurückprallen und wie vom Schlag getroffen umfallen lässt. Auf der Stirn klafft eine mächtig blutende Platzwunde. Der Bewohner des Zimmers öffnet kurz die Tür und sagt nur knapp zum blutend am Boden liegenden, nur ein Satz, aber ruhig, ne? Entsprechenden österreichischen Akzent. Vorher muss Dirk auch noch auf dem Dach gewesen sein und Champagnergläser heruntergeschmissen haben. Denn ein fuchsteufelswilder Taxifahrer, dessen Wagen vor dem Hotel getroffen wurde, stürzt ins Hotel, um sich zu beschweren. Jetzt sind alle auf unserem Flur wach. Gabi ruft einen Rettungswagen und fährt mit der Krankenhaus. Die ältlichen Krankenpfleger machen Dirk ziemlich an, behandeln ihn wie ein Asi und weigern sich anfangs, ihn überhaupt anzufassen. Weil er so besoffen ist. Dirk will sich mit ihnen prügeln, aber er liegt ja bereits auf der Bahre. Im Krankenhaus wird die Wunde genäht und Polizei trifft auch noch ein, weil ihnen ein Betrunkener aufgefunden gemeldet wird. Am meisten trifft es aber am nächsten Morgen die arme Gabi, die sich doch eigentlich auf ein Heimspiel freute. Nopper und Sven haben den medierten Bilderrahmen, mit dem Dirk im Flur zusammenstieß, im nächtlichen Trubel ausgerechnet unter ihrem Bett versteckt. Dort findet ihn morgens früh die Putzfrau. Das kostet nochmal 600 Schilling extra. Insgesamt eine ziemlich teure Nacht. Aber im Nachhinein betrachtet, fand ich es sehr witzig eigentlich. Nicht geschädigt. Also das ist so immer ein komprimierter wilder Tag. Der muss aber eigentlich für eine ganze Woche Langeweile auch mal sehr halten, weil danach muss man sich erholen und dann ist nicht immer ein Hotel da, wo man Sachen runterschmeißen kann und so. Und das ist, ja. 14.04.87 Hannover Rotation. Auch hier sind wir wegen diesem Vorverkaufs in eine größere Halle verlegt worden. Stadtbummel. Wir suchen schon fieberhaft Abschiedsgeschenke für die Crew. Eine Schar Teenager ist hinter Jan her. Besonders als Nopper wiederholt den Namen Fahr in Urlaub herausbrüllt. Die Rotation ist schon frühzeitig von Fans belagert. Vor der Halle drücken sie die Metallgitter ein, weil der Anfang so groß ist. Die Rotation ist ein langer Schlauch. Vor der Bühne klafft ein 4-Meter-Graben. Das Publikum steht zum großen Teil auf Gittern. Von unten hört sich das Rumoren in der Halle bedrohlich an. Hoffentlich passiert niemandem was. Dirk und ich brauchen Aspirin. Großer Familienbesuchstag, für Jan kommen Axel und Ecki, seine Mutter und Biggi, also auch Freunde aus Berlin bzw. eben seine Mutter. Schon beim ersten Song müssen Fans aus der Menge gezogen werden. Das macht kein Kreislauf mit. Uns auf der Bühne geht es ähnlich, mit dem Vorteil, dass hier oben keiner drängelt. Im Laufe des Konzertes werden Dutzende herausgezogen. Ein Ordner, der reingeht, um zu helfen, macht selber Schlag.
Der Appell, etwas nach hinten zu gehen, fruchtet bei den Leuten kaum. Ein generelles Problem, also nicht nur bei unseren Konzerten. Die ersten paar Reihen wollen ja, aber die paar hundert Menschen hinter ihnen stehen meist wie eine Wand. Mitten im Set reißt Dirks frisch aufgezogenes Bassdrumfell. Günthi, also unser Roadie, braucht 5 Minuten, um das Ding auszuwechseln, derweil wir Folgendes spielen. Extended. Jan macht sich ausgiebig von der Bühne aus über seine Mutter lustig. Ich finde das jetzt ziemlich gemein, aber Dirk meint, die genießt das. Vielleicht liegt es ja daran, dass sie Pädagogin ist und es steckt ein tieferer Nutzen für sie oder Jan dahinter. Der Nebeleinsatz wird heute auf das Mindeste reduziert, um den Leuten neben all den Quetschungen nicht noch Erstickungsgefühle zu geben. Auf der Bühne landen massenweise Gummibärchen, auf denen es sich wie auf zerplatzten Fröschen läuft. Wie bei fast allen Konzerten sind nach dem Konzert gebückte laufende Fans in der Halle zu sehen, die beim Massenpogo ihr Schuhwerk verloren haben nun auf der Bühne und nun auf der Suche danach sind, beziehungsweise nach abgerissenen Matches, Ohrringen und so weiter. Vielleicht sind die Ärztefenster ja auch besonders gefährdet, weil das klassische optische Attribut neben der damaligen Blumentopffrisur spitz zulaufende, lange, flache Schuhe sind, an denen man beim besten Willen nicht vorbeitreten kann. So war es damals. Ja, das war eigentlich so die erste große Tournee, die ich mitgemacht habe. Und eigentlich war es fast unter der Prämisse, ist eigentlich auch die letzte. Wir wussten eigentlich gar nicht, ob es mit den Ärzten weitergeht. Eigentlich sollte es dies jetzt gewesen sein. Die zweite Tour war absolviert und wir hatten damit ein Album beworben, das nach seiner Indizierung kaum mehr verkauft worden war. Nach den üblichen Marketingregeln des Popgeschäfts wären die Ärzte hiermit am Ende gewesen. Aber es kam anders. Denn diese 42 Auftritte in 2 Monaten hatten uns landesweit eine zunehmende Popularität beschert. Die Zuschauer waren begeistert von den Konzerten und waren auch aus Entscheidung, uns dabei zu begleiten und die Tournee für die Leser zu dokumentieren, tat das Übrige. Wenngleich der entscheidende Auslöser wohl ein kleiner Artikel im Spiegel war. Die Ärzte waren für die seriöse Musikpresse bis dato ein Tabu, Teenie-Bomber. Uns behandelte man mit spitzen Fingern oder bestenfalls von oben herab. Dies änderte sich jedoch gewaltig mit dem Artikel in Deutschland zu dieser Zeit noch einzigem Nachrichtenmagazin. Jeder Feuilleton-Redakteur ist Spiegelleser. Was dort als Thema auftaucht, ist dann meist auch Inspiration für die restlichen Journalisten der Republik. Also gingen sie hin, lasen diesen Artikel und nahmen die Ärzte fortan, wenn schon nicht ernst, dann wenigstens doch wahr und wichtig. Nicht, dass uns selbst die Bravo-Artikel egal waren. Eigentlich war ich eine Zeit lang sogar ziemlich stolz darauf, alle prestigeträchtigen Rubriken des Blattes einmal durchlaufen zu haben. Inhalt einer Kreuzworträtselfrage zu sein, im Horoskop mit einem Foto aufzutauchen, eine Home-Story zu bekommen und, nein, den Starschnitt gab es ausgerechnet zu unserer Zeit nicht. Die brave Home-Story schrieb übrigens damals Hans-Jörg Fiehmann. Er saß den ganzen Nachmittag, der übrigens heute Chefreporter, glaube ich, bei Bravo immer ist. Er saß den ganzen Nachmittag in meiner Küche und jammerte mir vor, wie mies eigentlich sein Job sei, dass er viel lieber etwas über Bruce Springsteen als der Ärzte machen würde, den er für den Größten hielt, aber dass es ja schließlich auch ums Geld verdienen gehe. Ein Jammer, wie weit ihn die Bravo von seinen eigentlichen Idealen abgebracht habe. Anschließend zog Riemann weiter zu Dirk, dem es gelang, ihm weiß zu machen, dass er zurzeit im Übungsraum wohnte, nur um Bravo keinen Einblick in seine Privatsphäre zu gewähren. Gibt es vielleicht einige Leute, die so alte Bravos haben, da ist da auch noch so ein Foto drin, Bela D. liegt auf dem gammeligen Sofa im Übungsraum, der arme Kerl und so. Natürlich alles erschlungen und so. Dass es unerwartet doch noch mit uns abgehen würde, das kündigte sich dann beim SWF Schülerfestival an. Einer riesigen Playback-Veranstaltung, die jedes Jahr zu Ferienbeginn in Saarbrücken stattfindet. Wahrscheinlich immer noch. Am 22. Juli 87 schüttete es wie aus Kübeln auf das Gelände. Die Band verkroch sich im Backstage-Bereich und ließ sich nur kurz für ihren Playback-Auftritt unter dem Dach der Bühne sehen. Alle Fans standen derweil im Dauerregen. Dann gingen wir auf die Bühne, liefen bis zum vorderen Rand und rockten genauso wie die Kids im Regen. Es kam fast zur Hysterie, sie liebten uns. Anschließend gelang es uns kaum, zurück zu unserem Bus zu gelangen und das Gelände zu verlassen, weil uns kreischende Teenager erst verfolgten und dann regelrecht belagerten. Dirk blickte dabei irgendwie zurück und ging in einem Haufen klatschender Mädchen unter. Schlimm eigentlich. Als er sich wieder zu uns durchschlagen konnte, hatten sie ihm sogar seine Ohrringe abgezerrt. Conny Konzak, unser Manager, war fasziniert. Er rief sofort in Berlin an und hielt das ganze Management-Team auf Trab. Das ist die reinste Beatlemania hier. Das ist Wahnsinn.
haben die Ärzte weitergemacht. Wir sind im Grunde genommen durch den Erfolg verdonnert worden, weiterzumachen, weil eigentlich, ja, mit jeder Tournee irgendwie mehr Menschen gab, die Ärzte sehen wollten zu der Zeit. Da hört man natürlich auf. Jetzt kommt schon die nächste Tournee, Münster, 29.09. Münster, muss man sagen, ist nicht unbedingt die prickelste Stadt, aber wenn man eine Tournee beginnt, muss man erstmal üben. Und einerseits übt eine Band im Übungsraum, aber die muss ja auch noch irgendwie mit ihrer Roadcrew üben, die müssen das Licht machen, die müssen den Sound mixen und so weiter. Du musst alle Sachen irgendwo hinstellen. Wenn du jetzt irgendwie einen Kran oder eine Abschussrampe hast, dann musst du natürlich wissen, wo du hinschießt, damit du nicht gegen die Wand fliegst. Und sorry, eine Frage. 29.09. welches Jahr? 87. Ach, sorry. Danke. Und das fand bei uns meistens in Münster statt, weil da die Roadcrew halt eben auch zu Hause war. Die haben also mehrere Tage in langweiligen Münster verbracht. Es bleibt neben den Proben einiges an Zeit. So lassen wir uns vom Sexshop gegenüber dem alten Jovel, also der Konzerthalle, inspirieren und besorgen dort drei Aufblaspuppen, mit denen wir unsere Bühnenshow verfeinern wollen. Das gab es ja auch schon bei den Rolling Stones, nur ein paar Dutzend Meter größer. Im Kaufhaus besorgen wir noch Straße und Reizflasche, allerdings unter erschwerten Bedingungen, weil die Verkäuferin sich nach der Konfektionsgröße erkundigt. Wobei wir leider passen müssen. Leicht verlegen, weil ich mich erinnere. Wir hoffen uns auf diese Weise ein paar gasgefüllte, schwebende Gwendolines basteln zu können. Von nun an sind die Mädels unsere ständigen Begleiterinnen. Nicht zuletzt, weil wir zu faul sind, ständig die Luft abzulassen, sitzen sie tagsüber mit uns im Bus. Nachts hat sich Dirk ausgedungen, alle aus dem Zimmer mitzunehmen. Morgens führt Dirk der entsetzten Putz vor seine neue Wonder Wanda vor. So hat er die Puppe getauft. Auch die Geschäftsleute im Mövenpick-Restaurant starren entgeistert auf seine nunmehr ständige Begleiterin. Beim Soundcheck dann füllen wir die Gummipuppen mit Helium, aber sie fliegen trotzdem nicht. Wahrscheinlich sind die Strapse, das Bondage-Zeug und die Reizwäsche einfach zu schwer. Schade. Den Gag, gehen wir in Ägypter als Playback der Leitplatte laufen zu lassen, die wir vorher aufgenommen hatten, und mitten im Song von der Bühne zu gehen, verkraften die Leute auch nicht so recht. Zuerst entsetzen in ihren Gesichtern, die spielen ja die ganze Zeit Playback. Dann fällt nach und nach der Groschen, dass es sich ja nur um einen Abschlussgag gehandelt hat. Das Leben im Backstage ist heute kein Zuckerschlecken. Nachdem Markus Linde, damals ein Vertreter einer Plattenfirma, schon unseren Ärger hinsichtlich der sich uns gegenüber sehr zurückhaltend gebenden Plattenfirma schlucken musste, schafft es Manager Conny, sich während unseres Bühnengangs hemmungslos zu besaufen. Wirklich hemmungslos. Er liefert sich dann mit dem Duke, so ein Metal-Kumpel von uns gewesen, ein Duell. Beide sitzen sich am Tisch gegenüber und dreschen wechselseitig Flaschen auf den Tisch, bis sie zersplittern. Mit starrem Blick und, was Conny betrifft, mit extrem verkrampften, fast schon mechanischen Bewegungen. Sämtliche Unbeteiligten räumen das Feld und lassen die Deppen ihren Hahnkamm austragen. Schließlich waren ja auch unsere Aufblaspuppen gefährdet von den ganzen Scherben. Zu gefährlich für die Gummipuppen. Die Puppen sind da übrigens irgendwann wirklich kaputt gegangen und dann war die Luft sozusagen aus dem Gag raus und dann in den Mülleimer verendet. 12.10.1987, München, Alabama Halle. Heute ist unser Konzert Bestandteil einer Live-Übertragung im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks. Live aus dem Alabama. Schon mittags gibt es Sound- und Kameraproben. Die goldenen Zitronen, die ihr vielleicht auch kennt, gibt es auch immer noch, tauchen auf, auch sie sind Tournee. Und ein braver Mann macht uns Mut. Wer in München beklatscht wird, der kann auf der ganzen Welt Erfolg haben. Ja, komisch, also ich kann diesen Satz bisher auf New York gemünzt, aber ja. Man versichert sich mehrfach seitens der Redaktion des Bayerischen Rundfunks, dass wir Geschwisterliebe auf keinen Fall singen. Denn der Rundfunk sendet die ersten 18 Minuten des Konzertes live. Und es wären schon zahlreiche Kollegen gegen so etwas geflogen. Wir willigen ein, lassen es ja inzwischen eh komplett vom Publikum singen, machen dann aber doch alle Vorsichtsmaßnahmen zunichte, als Dirk bei zwei Zwischenansagen den toten Barschel aufs Korn nimmt. Kleiner Geschichtseinschub, also 87 hat sich, Barschel ist ein CDU-Politiker gewesen, der sich zwei Tage vor unserem Konzert, ja, entweder selbst umgebracht hat, wie die offizielle Version ist, in einem Hotel in Basel, glaube ich, in Genf wurde er in der Badewanne tot aufgefunden, andere sagen, er wurde umgebracht. Also, Dirk sagte also bei der Zwischenansage zu Geschwisterliebe, singt das Lied nicht mit. Barschel hat es auch versucht und ihr wisst ja, was ist ihm geworden. 40 Zuschauer rufen noch während der Sendung beim Sender und reden so viel in der Halle an, um sich zu beschweren.
Nach der Show kommt Moderator Günter Jauch in den Backstage und ist am Boden zerstört. Jungs, was habt ihr uns etwas eingebrockt? Das wird einen riesen Ärger geben. Wir begegnen ihm mit aufrechter Unschuldsmiene, denn geplant war dies ja nun wirklich nicht. Dennoch ein Fall für Innenminister Stoiber. Und im Nachhinein muss man sagen, Günter Jauch hat es ja nicht wirklich geschadet. Dieser kleine Zwischenfall. Zwei Tage später, 14.10.87 Bayreuth. Auf der Hinfahrt halten wir auf einem Café an einer Raststätte. Da sticht uns die Titelschlagzeile des Münchner Abendsblatts ins Auge. Popgruppe verhöhnt toten Marshall. Die Ärzte, wir haben ihn erschossen. So stille Post in Boulevard, mein Herr. Wow, was für ein Aufriss. Das Ganze wird als Skandal in der Alabama-Halle verkauft und ein solcher scheint es nun wirklich geworden zu sein. Wir sind ganz aufgekratzt. Von ist man schon mal fett auf der Titelseite der Boulevardpresse. Conny, der Manager, versucht uns ständig im Hotel zu erreichen. Bei ihm laufen inzwischen die Telefone heiß. Er muss eine Stellungnahme über DPA abgeben. Der Kölner Express hat uns ebenfalls als Headline. Ungewollt sind wir also schon wieder mal mächtig ins Fettnäpfchen getreten. Edmund Stoiber gibt im Radio bekannt, dass er die Ärzte verklagen will. Auch das hat ihn nicht genutzt. Ein Riesenwirbel. Davon ist dann jedoch im verschlafenen Bayreuth kaum etwas zu merken. 700 Zuschauer haben hier die Auffassungsgabe in der lieben Kuhherde. Wir müssen uns selbst animieren, um überhaupt warm zu werden. Das ist man natürlich inzwischen kaum mehr gewohnt. Jan und Dirk sind Talkmeister. Mir gelingt es aber auch, die beiden einen Moment lang sprachlos zu machen. Wenigstens einmal. Ich melde mich mitten im Set, also im Konzert, zur Toilette ab, drücke dem Lodi meinen Bass in die Hand und verschwinde hinter der Bühne. Dirk und Jan können es nicht fassen, jammen eine Runde mit dem Lodi im Schlagzeug und dann bin ich ja auch schon wieder da, erleichtert. So, jetzt bin ich noch mal ein bisschen weiter hier. Oh, knister in der Atmosphäre. Ach, einmal Braunschweig hätte ich ja noch zu kriegen. 29. Ich hatte vorher schon mal Braunschweig, aber das ist irgendwie so langweilig von mir geschrieben worden, das würde ich mir nicht zumuten. 29.05.88 Braunschweig, Atlantis. Aus Nopper und Peter, Nopper, unser Busfahrer und T-Shirt-Verkäufer, wobei da war er nur noch T-Shirt-Verkäufer und Peter ist Busfahrer, unser Busfahrer gewesen. Aus Nopper und Peter ist von ihren gestrigen Abschleppungen nur herauszukriegen, dass die eine als Klofrau arbeitet, im Beruf, und die andere später mal den Bauernhof ihrer Eltern lernen wird. Da scheinen die vier jedoch noch recht viel geredet zu haben. Neuer Sport von Jan und Nopper ist es, beim Skaten in unbeobachteten Momenten die Hose herunterzulassen. Aber dann sieht es doch keiner. Video läuft, also muss man dazu sagen, wir haben also einen Bus. Ich gucke auch immer sehr viele Videos, du musst die Zeit auch totstellen, weil ich also Mittag Monty Python, Sinn des Lebens. Fast 2000 drängen sich im Atlantis, aber es geht relativ gut, weil die Bühne belüftet ist. Doch, okay, ist nicht so spannend gewesen. Danach sind wir noch an den Baggersee gegangen, falls sich noch jemand erinnert. Okay. 8.6.88 Essling, Zentrum Zelle. Jan und Dirk nehmen einen Fototermin für die Zeitschrift Motorrad wahr. Ich kriege derweil eine Penicillinallergie oder so etwas, entwickle einen masernartigen Ausschlag von oben bis unten. Mein Spaß ist begrenzt. Ich fühle mich echt mies, vor allem weil ich mit den geschwollenen Lymphdrüsen und Pusteln zum Schießen aussehe. Gabi, unsere Tourbegleiterin, ist zu nett und untersagt heute der Presse, aus der ersten Reihe Fotos zu schießen. Die sind natürlich sauer, aber wer will sich schon gerne am nächsten Tag mit Gesichtsverformung in der Zeitung wiederfinden? Muss man jetzt auch dazu. Achso, nee, ich erkläre es dann. Ah, okay. Die Halle ist schon seit 2 Wochen ausverkauft und es herrscht ein riesiges Gedränge. Die Publikumsreaktionen sind ohrenbetäubend. Nach der Show holt mich ein Notarztwagen ab. Wie witzig finden alle. Ein Arzt wird mit dem Krankenwagen abgeholt. Ja? Ich werde im Krankenhaus auf alles Mögliche durchgecheckt, schließlich stehen einige Konzerte auf dem Spiel. Am Ende stellt sich heraus, dass es wohl ein Fehler von mir war, vorgestern eine Flasche Eierlikör zu trinken, nachdem ich erst an diesem Tag mein Antibiotikum abgesetzt hatte. Ja, muss man jetzt noch dazu sagen, das ist mal eine kleine Schwierigkeit. Wenn ihr so Musiker auf der Bühne seht und die wirken irgendwie so bedröhnend, betrunken, Drogen, mutmaßt ihr womöglich, wahrscheinlich haben die einfach nur viel Hustensaft eingepfiffen oder also die müssen ja fit bleiben, die müssen gesund bleiben. Ja? Die müssen, wenn ein Musiker ausfällt, ein Konzert ausfällt mit, sagen wir mal, 3000 Leuten, dann gibt es Probleme. Also es ist nicht immer die Droge, es ist auch manchmal wirklich die Gesundheit, die die Leute so über die Bühne torkeln lässt. In dem Fall war es bei mir ein Eierlikör und ein Antibiotikum. Jetzt kommen wir zum 9.7.88 Westerland.
Kur, also eigentlich ein legendäres Konzert, das letzte eigentlich der Ärzte, der ich noch gespielt habe. Eigentlich sollte die Tournee schon vorher zu Ende sein in Münster, im legendären Münster, aber dann hat sich doch herausgestellt, einmal kam die Single Westerland zwischenzeitlich heraus und dann hatte man die tolle Idee, dann spielen wir da auch noch im Westerland und dann wollten wir dann auch echt noch irgendwie einen schönen Abschluss haben irgendwie, ja, und nicht einfach nur die Tournee beenden und dann schob es vorbei. Also Westerland angemietet, eigentlich sollten es 2 Tage im Westerland werden, aber die Kurverwaltung hatte dann noch Angst, dass 2 Tage mit Tausenden von Ärztefans auf der Insel irgendwie noch zu hart wären für den restlichen Kurbetrieb. Langsam füllt sich die Insel mit Ärztefans. Viele Gesichter tauchen auf, die wir von den Tourneen schon kennen. Fans, die uns bisher nachreisen. Aber auch viele Freunde, die uns die ganzen Jahre über begleitet haben. Jeder nimmt so viele Leute wie möglich in sein Hotelzimmer auf. Es ist eine Menge Platz, denn das Hotel Miramar ist fett. Zumindest für Musiker haben richtig kleine Suiten. Andere überfüllen den Zeltplatz oder machen es sich einfach an einem der vielen Strandkörper für die Nacht bequem. Jetzt ist Westerland ganz in unserer Hand. Kein Fleck der Inselhauptstadt, der nicht von Ärztefans bevölkert wird. Unglaubliche Zustände. Ich treffe auf Schritt und Tritt Bekannte. Jensi ist da, den die Fans oft genug für mich hielten, bis er sie dann aufklärte, dass er lediglich mein Bruder sei, was auch gelogen war, weil er halt unser T-Shirt Verkäufer war. Nicht mein Bruder. Die goldenen Zitronen, Rod von den Rainbirds, damals noch, heute kennt er einen anders. Rocco Schamoni, Micha Surbier, Strippi und Diggi aus Berlin, also Fabsi und die Mimis, atemberaubend, wie viele Leute da sind, um uns das letzte Mal zu sehen. Das Konzert wird dennoch unglaublich. Wir beginnen recht abgeklärt, als wäre es ein normaler Gig. Das Publikum geht wie wahnsinnig mit. Aber je näher das Ende der Show kommt, desto verzweifelter suchen wir nach weiteren Songs, nach Coverversionen, nur um nicht aufhören zu müssen. Dies ist ein besonderer Gig. Das wird allen in dieser Halle zunehmend klar. Dies ist das allerletzte Mal. Irgendwann, meine Erinnerung ist wie weggeblasen, welches Stück wohl das letzte war, verbeugen wir uns noch dutzende Male, schauen auf die oberen Ränge, die vollgestopft sind mit unseren Gästen und verziehen uns in den Backstage. Noch einmal läuft das Abschiedsband mit Edith Piaf's Non, je ne regrette rien, nein, ich bedauere nichts, das jedes Konzert dieser Tournee beendet hat. Ich fühle einen bloßen Hals, also nicht jetzt, sondern wahrscheinlich jeder von uns. Ein kurzer Moment ratlosen Nichtstuns, dann kommt Fabsi herein, Tränen überströmend. Er meint, jetzt wären nur noch die Hosen übrig von all denen, die einst ausgezogen sind, den Deutschrock mit spaßigem Punk wegzufegen. Und wie das so ist, bleibt dann auch bei uns kein Auge mehr trocken. Aber wir haben es ja selbst so gewollt und sind auch verdammt stolz darauf, unser Ende selbst bestimmt zu haben. Anschließend pilgern wir alle in eine 2-stündige Disco irgendwo in der Fußgängerzone. Ein mieser Glitzerschuppen im Las Vegas-Style, in dem gestern einige von uns abgewiesen wurden, weil sie nicht der Kleiderordnung entsprachen. Heute haben wir den Laden einfach gemietet. Und es wird hemmungslos gepübelt. Uli Weißbrot von Bravo kündigt an, dass er nun eine Ärztebiografie schreiben wird. Das kommt für uns recht überraschend und eigentlich auch unwillkommen. Es macht nicht den Eindruck, als ob er aus der Bravo-Perspektive unsere Geschichte authentisch wiedergeben würde. Jan und Dirk behaupten ihm gegenüber deshalb, dass sie selbst das schon tun werden und demnächst auf einer einsamen Insel brainstormen wollen. Weißbrot will daraufhin von seinem Vorhaben ablassen. Dabei haben Jan und Dirk schlichtweg gelogen. Und bekanntermaßen ist dann die einzig wichtige große Ärztebiografie erst vor, glaube ich, 2 Jahren erschienen mit dem Wälzer, der noch draußen ausliegt. Westerland befindet sich mittlerweile im Ausnahmezustand. Die Strandkörbe sind von betrunkenen Punks besiedelt. Eddie und andere stürzen sich nachts nackt in die Nordsee. In der Kurmuschel führen die goldenen Zitronen und Rocco Schamoni eine Art Volkstheater auf. Und dies alles wird argwöhnisch von Polizisten in Kampfanzügen beobachtet, die in 20 Meter Abstand voneinander die ganze Promenade besetzen, um den Ärztepöbel in Schach zu halten. Bis früh in den Morgen unterhalten wir die Insel, dann ist irgendwann die Kraft zu Ende. Das war es, das letzte Konzert der besten Band der Welt. Zur damaligen Zeit. Aber es geht für uns noch weiter. Nach der Auflösung des Disco das nächste Kapitel. Plötzlich waren die Ärzte Vergangenheit, dachten wir. Doch was anschließend geschah, übertraf all unsere Erwartungen. Das dreifache Live-Album, bei einigen Gigs auf der Tournee eingespielt und nur kurze Zeit später veröffentlicht, wurde zum ersten Nummer 1 der Ärzte. Noch dazu das erste Live-Dreifach-Album, das es jemals an die Spitze der deutschen Charts brachte. Unglauben gab es dann nicht nur auf unserer Seite, auch das Musik-Establishment wunderte sich. Unser Tourneemischer wusste von Peter Maffay und Ben zu berichten,
die sich selbst gerade im Studio befanden, als sie über die Chartplatzierung von nach uns diese Influt informiert wurden. Natürlich wollten sie wissen, womit wir das abräumen, und schickten sofort jemanden los, die Platte zu kaufen. Beim Anhören soll es dann ein kollektives Kopfschütteln gegeben haben, wie man mit, Zitat, sollte einem Scheiß auf Platz 1 der Charts gelangen konnte. Einfach mal nachmachen, würde ich das sagen. Das Jahr beendeten wir schließlich mit einigen letzten Malen. Zum Beispiel zum letzten Mal Playback bei einem riesigen Festival in Straßburg, welches deutsch-französischer Rock, Pop und Konzert betitelt war und bei dem wir vor rund 10.000 Leuten zum Tonband nähten. Das Publikum war derart begeistert und hysterisch nach unseren zwei Stücken, bei denen wir ein hemmungsloses Playback-Headbanging zu Elke veranstalteten, dass es vehement eine Playback-Zugabe forderte. Leidtragende waren die Adorons, Ärzte-Produzent Uwe Hoffmanns alte Band, deren Another Holiday komplett von Ärzte-Ärzte-Rufen übertönt wurde. Dann galt es auch, zum letzten Mal einen Videoclip zu drehen, obwohl es uns doch eigentlich schon gar nicht mehr gab. Gemeinsam mit Theresa Orlowski wurde zu Bitte Bitte ein kleiner Streifen zur Zensur angefertigt. Die auf den ersten Blick etwas irritierende Zusammenarbeit der einzigen Soda-Popper, also uns, mit der Porno-Queen, also ihr, war für uns jedoch nur allzu logisch, dass sich beide Seiten jeweils als Verfolgte der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften sahen und Lust hatten, diese eins auszuwischen. Netterweise stellte uns dann Frau Orlowski sogar noch ihre Filmproduktionsstudios zur Fertigstellung des Videos zur Verfügung. So, dann kommt eigentlich ein kleiner Sprung. Und jetzt kommt mein Taschendruckkapitel. Vom Comeback der Ärzte erfuhr ich dann 1993 wie die meisten anderen Menschen auch. Aus einer Anzeige im Fachblatt Musikwoche. Die Ärzte, beste Band der Welt, suchen Plattenfirma. Als ich das las, saß der Stich gleich doppelt tief. Erstens hatten sie mich nicht wegen einer Teilnahme angesprochen und zweitens war klar, dass nun jeder denn fragen würde, warum ich denn nicht bei dieser Wiedervereinigung dabei sei. Und da kann man dann noch so stark beteuern, dass man im Fall der Fälle sowieso nicht hätte mitmachen wollen, das glaubt einem doch keiner. Besonders diese Situation war es, die mich damals extrem verärgert hatte. Diese Feigheit, die ich damals empfand, es mir nicht rechtzeitig zu sagen, dass künftig ein anderer meinen Platz einnehmen würde. Wobei man sagen muss, dass der andere natürlich weitaus besser Bass spielt als ich und auch ein echt klasse Typ ist. Also wir kennen ja auch schon ewig, also auch aus den Zeiten, als er noch bei Rainbirds gespielt hat und wir auch gemeinsam Konzerte gegeben haben. Am schlimmsten, ich hatte plötzlich das Gefühl, eines Teils meiner Vergangenheit beraubt worden zu sein. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Ärzte und ihre freiwillige Auflösung auf dem Höhepunkt des damals denkbaren Erfolges immer eine Heldengeschichte unter meiner Beteiligung gewesen. Von jeder Rückschau auf diese Band war ich betroffen gewesen. Nun aber musste ich umdenken und konnte mich nicht mehr persönlich angesprochen fühlen, wenn es um die Ärzte ging. Da war ich natürlich eine Weile lang verletzt, hat sich dann aber dann doch irgendwie wieder eingerenkt. Und im Sommer 2002 rief mich dann überraschend Ärztemanager Axel an. Hallo Hagen, ich habe da mal eine Frage, die unter uns bleiben muss. Willst du noch einmal gemeinsam mit den Jungs auftreten vor 35.000 Leuten? Eine Vorstellung, mit der ich mich erst einmal anfreunden musste, denn ich hatte nie mehr damit gerechnet, noch einmal mit Jan und Dirk auf der Bühne zu stehen. Dieser Denkprozess nahm ungefähr 15 Sekunden in Anspruch. Anschließend machten wir einen Termin aus, um einen Song zu proben. Welcher es denn sein sollte, die Wahl lag bei mir. Und ich musste auch nicht lange darüber nachdenken. Kein Lied hatte ich wohl öfters mit einem derselben Ansage auf der Bühne präsentiert wie 2000 Mädchen. Also konnte es eigentlich nur dieses sein. Zudem, mir noch einmal den Basslauf von Du willst mich küssen aufzuschaffen, dazu war ich bei aller Bedeutsamkeit des Ereignisses dann doch zu faul. Am großen Jubiläumstag sahen wir uns dann erst wieder auf der Bühne. Und im Nachhinein habe ich das Gefühl, dort ewig auf die Zuschauer eingeredet zu haben. Aus Rührung über den schönen Empfang, den sie mir bereitet hatten, aber auch weil es Probleme mit der Wasseranlage gab. Was ich davon mir gegeben habe, ich weiß es schon gar nicht mehr. Denn so sehr ich auch den Auftritt im Moment des Geschehens genossen habe, so ausradiert war schon wenige Stunden später die Erinnerung daran. Anschließend backstage gab Dirk seiner Verwunderung darüber Ausdruck, wie redselig ich auf der Bühne gewesen wäre. Dass ich wahrscheinlich sogar mehr gesagt hätte, als man es aus den 2 Jahren auf Tournee von mir kannte. Dazu konnte ich dann nur sagen, Mensch, ich bin 14 Jahre älter geworden und vor allem die Ärzte waren meine Schule. Und mit dem Satz würde ich auch gerne mein Buch oder den Vortrag meines Buches beenden. Ich möchte euch aber gerne, wie ich schon angekündigt habe, die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und die beantworte ich natürlich auch gerne. Ja.
Mit Rott? Naja, also ich verstehe mich gut mit ihm, aber ich muss dazu sagen, dass wir ja kaum miteinander zu tun haben. Also wenn ich jetzt sagen würde, er ist ein Freund, dann würde das nicht zutreffen, weil der ist halt ein Popstar, der ganz viel unterwegs ist und ich nicht. Und ich muss aber sagen, jedes Mal, wenn ich mich mit ihm treffe, verstehe ich mich gut. Letztes Mal habe ich ihn getroffen im Juli. Das sind nämlich zufälligerweise beide nach Malta geflogen. Und er saß eine Reihe hinter mir, also das wäre ein fataler Absturz gewesen für die Ärzte. Ja. Hast du noch Kontakt zu den anderen Bandmitgliedern oder ehemaligen? Wenig. Also wirklich recht wenig, weil wenn ihr euch mal so anguckt, was die für Tourneepläne haben, überhaupt was die für ein Leben haben. Und ist ja eine Platte auf, macht ein Konzert, macht eine Tournee und geht in Urlaub. Also ich denke mal, dass selbst die nächsten Freunde von ihm haben wenig Kontakt zu ihm, und wenn du denn wie ich jetzt irgendwie ein ganz anderes Leben führst und nochmal in einer anderen Stadt wohnst, hast du auch noch sehr viel weniger Kontakt. Ein bisschen Kontakt habe ich noch mit Bela. Wie findest du das neue Erzählung? Ja, ich habe es nur einmal gehört. Also ich habe es gestern einmal so durchgehört und der erste Eindruck ist natürlich gut. Bevor ich selber bei den Ärzten Bassist wurde, war ich Fan der Ärzte, und das hat auch nicht aufgehört, nachdem ich nicht mehr bei den Ärzten war. Also das ist eine ganz tolle Gruppe, und soll ich jetzt eine Plankritik abgeben oder einfach nur? Es gefällt mir. Und es ist ja immer so, dass man automatisch so Stücke hat, die einem sehr gut gefallen, von denen ich teilweise aber noch nicht mal den Titel mehr merken konnte, aber ich habe es nur gehört, also zum Beispiel ein Stück von Dirk, wo er über Ambitionen singt und zwischendurch immer ganz laut gebrüllt wird. Mhm. Ihr wisst es schon, was heißt? Der Grund, Hammer. Wunderschön. Ja. Was machst du jetzt? Ich bin Musikjournalist und arbeite als Musikredakteur beim TIP Magazin, das ist ein Stadtmagazin in Berlin. Ja? Hat mich die Reaktion von Fabian auf das Funktionen geärgert? Ehrlich gesagt, er hat mich ja nicht direkt angesprochen. Ja, aber das meine ich ja, dieses Unpersönliche bei Radiointerviews. Ja, die höre ich ja nicht. Also das ist die Schwierigkeit. Also da ich jetzt die Radiointerviews auch nicht höre, würde es mich vielleicht ärgern, und ich weiß, mit Dirk habe ich schon drüber gesprochen. Also das ist so, man macht das eigentlich immer so, man hat so Kram, das sind ja bei mir noch wirklich so die Tagebücher. Das sind halt meine Tagebücher und mein Leben. Und dass auch da die Ärzte drin vorkommen, ist sehr positiv für das Buch bestimmt, weil wenn die Ärzte nicht drin vorkommen würden, und wenn mein Leben nicht mit den Ärzten verlaufen wäre, wäre das Buch bestimmt noch nicht so interessant für euch. Aber es ist immerhin mein Leben. Und dann habe ich denen aber gesagt, okay Leute, mach den Kram und mehr richtet, ihr könnt mal reingucken. Und wie das aber so ist, last minute, bla bla, und dann habe ich es nicht mehr geschafft und habe den Buch einfach zurückgegeben. Und darüber hat mir zumindest Dirk gesagt, dass er sich schon so geärgert hat. Das ist dann natürlich die Form. Und mit Dirk habe ich auch schon gesprochen, und ich weiß ja nicht, was Jan jetzt so dran auszusetzen hat, und wir werden bestimmt auch nochmal mit ihm sprechen. Aber eigentlich ärgert mich so. Ich weiß nicht, wie du das weißt, es gab vor ein paar Jahren ein Video oder wieder praktisch euer altes Live-Video zu sehen, von 88. Mhm. Jedes Mal eine Szene, in dem du zu sehen, gelesen, jedes Mal Wort reinzubringen. Ehrlich? Ja. Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch komisch, und wir können mir ja nicht vorstellen. Ehrlich? Ja, also sowas. Das ist auch die Schwierigkeit. Also könnte sowas, also mir würde bedeuten, um sowas wegzubringen, müsste ich ja immer gucken, alles gucken. Ich müsste alles über mich selber gucken. Irgendwie, wenn du grenzt dann schon an Selbstverliebtheit, glaube ich. Weil das wird dann für einen auch langweilig, sich immer selber anzugucken. Hab ich vielleicht morgens vor dem Spiegel. Also. Hast du noch Musik? Eigentlich gar nicht. Also das ist auch schwierig, wenn du Musikjournalist bist und das gewissenhaft machst, dann kritisierst du auch Leute, und wenn du dich dann selber vor die gleichen Leute hinstellst, dann werden dich gnadenlos auch kritisieren, und deswegen habe ich es halt einfach gelassen. Was hast du gedacht, als du dich früher selber im Fernsehen gesehen hast? Das ist wie wenn du dich selber am Telefon oder auf einer Kassette hörst. Komisch. Also es fällt mir, obwohl, ja, komisch. Ja? Du hast ja damals nach der Auflösung der Ärzte hier so einen Blindenschlafsender nicht oder wie auch immer. Und gab auch ein Stück, wo wir 13 gespielt haben. Kannst du da überlegen, dass du deinen Namen die Ärzte laufen lassen? Ich glaube, der Plattenfirma hätte es gefallen, aber ich persönlich fand es damals schon nett genug, dass die mitgespielt haben. Hat ja irgendwie, also wirklich eine nette Geste, weil die Aufmerksamkeit dadurch ja viel größer ist. Und wenn man jetzt aber die Ärzte draufgeschrieben hätte, dann wäre das so,
so eine Holzhammer-Werbemethode gewesen, das wollte ich jetzt auch nicht. Ja. Die Überlegung war also eigentlich bewusst auch gar nicht da. Nee, also das ist so wie so ein unmoralisches Angebot. So nach dem Motto, ich mache ein Stück, aber eigentlich wäre es ganz gut, wenn ihr euren Namen draufschreibt, damit ich 10-mal so viele Platten verkaufe oder so. Nee, also ich war einfach, also die Namen haben ja draufgestanden von denen, aber ich fand es einfach schön, dass die mitgemacht haben. Außerdem habe ich also zu der Zeit irgendwie ewig lang mit denen immer gespielt und dann lag ich auch so nah mit den Menschen, mit denen man so vertraut ist, irgendwie die um Hilfe zu bitten, wenn man dann mit aufnimmt. Wie lange war das denn schon klar, dass du bei 15 Jahren schon bist? Naja, Gottchen, das ging, das war nicht drin schon, das ging auch relativ schnell. Wir haben angerufen und dann haben wir einmal geübt halt. Wir mussten proben, also hätte ja sein können, wir haben ja wirklich sehr wenig Kontakt gehabt über die Jahre, das hätte ja sein können, dass ich inzwischen verlernt habe oder dass mir ein paar Finger abgefallen sind, weil ich als Seemann inzwischen irgendwie Skorbut bekommen habe oder Lepra. Ja, und dann haben wir uns da einfach getroffen, wo die eh alles geübt haben und dann haben wir das Stück zweimal durchgespielt und dann haben sie so gesagt, prima. Weil wir haben alle vorher schon spekuliert und alle vor der Runde waren. Echt, ja? Du hast vielleicht Tagen gedacht, wäre toll. Echt, ja? Ach, das ist schön, danke. Also ich hätte ja auch gedacht, das wäre eine Überraschung, mit der keiner gerechnet hat. Also wir haben das gar nicht gewusst und wir haben so gehofft, dass du vielleicht da bist. Ja, danke. Also was ich übrigens auch noch gerne, also ich habe einen Alien-Schrift mit dem, was wir irgendwas signiert haben, den mache ich natürlich auch gerne. Ansonsten sind nur noch Fragen. Warum wurdest du eigentlich nicht gefragt, als klar war, dass du erst wieder liegen würdest, dass du dabei bist? Ja, also da habe ich natürlich auch mit denen danach drüber gesprochen und die haben halt, es gab im Grunde genommen zwei Gründe. Dass ich so spät gefragt wurde, liegt daran, dass ich zu der Zeit Journalist war und dass sie der Meinung waren, wenn du mich jetzt, wenn sie mir das rechtzeitig sagen, dann wird es womöglich in der Zeitung stehen. Hat mich natürlich doppelt geärgert, weil also ich bin ja keine Plaudertasche. Aber der andere Grund war aber einfach der, dass die gibt es jetzt 10 Jahre, die Ärzte. Und wir haben auch damals, als sie sich gesagt haben, wir gründen uns jetzt wieder, haben sie dann nicht gesagt, wir sind jetzt die Ärzte Revival Band und machen eine Tournee, um nochmal ein paar Konzerte zu machen, sondern wir machen richtig weiter und knüpfen an dem Punkt an, wo wir 5 Jahre vorher aufgehört haben. Und das heißt, in den 5 Jahren dazwischen haben die ja beide, Jan und Dirk, Musik gemacht mit ihren jeweiligen Bands, der Jones und King Köln. Und haben sich auch extrem, also jetzt auch von Köln noch mehr weiterentwickelt. Das war bei mir gar nicht der Fall. Ich habe ja danach aufgehört, Musik zu machen und habe auch eigentlich richtig, also war raus aus Musik machen. Und dann kam es, glaube ich, für die gar nicht so in Frage. Also das wäre ein ganz anderes Level auch gewesen. Und ich denke mal, wenn man jetzt so guckt, wie vielschichtig die Musik geworden ist von den Ärzten, brauchen die, und das kann ich jetzt auch sagen, ohne mich so selbst zu verleugnen, brauchten die auch echt einen besseren Musiker als mich. Und das ist heute allemal. Das ist ja eigentlich sogar Gitarrist und ist halt irgendwie schon ein super Musiker. Ein Buch hat und so, zünde ich jetzt mal hier mein Edding und komme hier gar nicht, weiß nicht, ob ihr hier hochkommen wollt oder da runter, Achso, halt noch kleiner, was ich auch noch also in meinem Buch noch drin ist und was für mich ganz überraschend war, ich will jetzt nicht überziehen oder so, nee. Ich habe einen Antrag gestellt, mir so zufällig bei der Stasi-Behörde, weil ich irgendwie so vermutet hatte, was bekannt ist, dass mich die Stasi überwacht hat und habe dann auch wirklich eine riesen Akte, eine Stasi-Akte, die habe ich jetzt auch mal beide, kennt ihr vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht und die könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Ja, das ist. Was? Super. Was? Ich habe eine Stasi-Akte, ja. Und das liegt da, also kann ich mal ganz kurz ausführen, dass. Haben wir nicht alle eine Stasi? Ja, das ist witzig. Also ich denke mal, in der DDR wahrscheinlich jeder eine gehabt. Bei mir war das aber so, dass ich bin ja eben nur als Berliner bist ja auf den Osten gefahren, oder ich zumindest bin sehr auf den Osten gefahren und hatte da Freunde. Und die wurden eh schon überwacht, weil mein bester Kumpel, steht ja auch in so einem Buch, also mein bester Kumpel, der ist damals aus dem Osten in Westen gekommen und weil dessen Mutter abgehauen ist damals, sind die alle überwacht worden und bei mir dachten sie, ich wäre interessiert an der DDR und ich könnte sie als EM werben. Kein Witz. Steht ja auch drin. Ich wusste das damals nicht. Steht, merkt man auch so richtig, diese Vorgänge, wie sie das versucht haben. Und ich in meiner etwas naiven Art
dem immer sein Fleucht bin, ohne zu wissen, was da überhaupt vor sich geht. Und ja, also es war für mich extrem interessant, weil es wirklich mal so eine Art von Tagebuch war, von dem man so gar nichts weiß. Ja, also dieser liegt hier auch noch rum und wir gucken jetzt mal und. Komischerweise, und frag mich nicht, warum das steht jetzt in der DDR berechnet worden, wenn man das Dick da hat. Ne? Ja, aber das ist ja noch 20. Ja, aber vielleicht Erdbeeren. Aber es reicht die einzige Abrechnung, die ich gemacht habe, oder die anderen vielleicht mehr. Aber Das habe ich noch nicht.